Ja, vielen Dank, Erhard Schärfer. Wir wollen das Ganze hier im Studio einordnen. Professor Lothar Probst, der Politikwissenschaftler. Wollen wir zuerst reden über das, was wir gerade von Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, gehört haben. Mitte Oktober wird dort der neue Landtag gewählt. Er spricht mit Blick auf dieses Ergebnis gestern von Marscherleichterung für den Landtag. Wie ist denn das zu verstehen? Ja, normalerweise erhofft man sich natürlich von einer Wahl immer Rückenwind für den eigenen Landtagswahlkampf. Aber offensichtlich spricht er damit an, dass er jetzt sozusagen befreit von der Last dieses Bundestagswahlkampfes seine Position in Niedersachsen stärken kann, indem er sozusagen die Themen anspricht, die für die SPD wichtig sind. Er hat gesagt, die SPD muss sich mehr zur Zukunftspartei entwickeln. Das kann man natürlich innerhalb von den nächsten 3 Wochen nicht mehr auf den Weg bringen. Also, Entschuldigung, wenn ich da mal unterbreche. Die SPD hat ja in Person von Martin Schulz im Zuge des Wahlkampfes jede Menge Konzepte vorgelegt. Alle 2 Tage haben wir das bei Phoenix auch live übertragen. Bildungspolitik, Europapolitik etc. Das heißt, es gab doch Konzepte, die vorgelegen haben, nur die haben nicht gefruchtet beim Wähler. Ja, das ist, warum soll das jetzt anders werden? Ja, das ist die große Frage. Wahrscheinlich ist hier das Prinzip Hoffnung bei Stefan Weil, dass bis zur Niedersachsenwahl, wo es eher um landespolitische Themen geht, dass es dort besser gelingt. Also in Niedersachsen haben wir eine etwas andere Konstellation als im Bund. Trotzdem wird es natürlich enorm schwer werden. Die Umfragen für die SPD sind ja auch in Niedersachsen nicht so, dass sie unbedingt damit rechnen kann, stärkste Partei zu werden, sondern da liegen die Vorteile eher bei der Union. Auch eine rot-grüne Regierung ist sehr unwahrscheinlich geworden. Also möglicherweise gibt es auch in Niedersachsen eine Dreierkoalition, wie immer die im Einzelnen aussehen wird. Aber wir sehen insgesamt bei der SPD, also sie kommt sozusagen mit ihren Themen nicht in die Offensive. Auch das Thema soziale Gerechtigkeit ist ja nicht so unterfüttert worden, dass es glaubhaft bei den Wählerinnen und Wählern angekommen ist. Wir haben eine relativ stabile ökonomische Situation. Also die SPD hatte keine Koalitionsperspektive. Sigmar Gabriel hat den ganzen Übergang im Parteivorsitz schlecht vorbereitet. Der Wahlkampf war unprofessionell. Es gibt so viele Fehler auf Seiten der SPD. Es gibt so viel Nachholbedarf innerhalb dieser Partei, was jetzt geschehen muss. Und die Regeneration als Oppositionspartei, als stärkste Oppositionspartei im Bundestag ist überhaupt gar kein Selbstläufer. Sie muss ja auf der einen Seite sozusagen, wenn es zu einer Jamaika-Koalition kommt, sich dort als Oppositionspartei profilieren, aber auch gleichzeitig als Gegenkraft gegenüber der AfD. Also sozusagen, sie ist in einer Zwei-Fronten-Stellung in gewisser Weise. Das wird keine einfache Aufgabe werden. Ja, Stichwort AfD würde ich gerne aufgreifen. Frauke Petry ist raus. Jedenfalls wird sie nicht Teil der AfD-Fraktion werden. Sie wäre als direkt gewählte Abgeordnete alleine quasi als Einzelabgeordnete im Bundestag sitzen. War das ein konsequenter Schritt, den Frauke Petry jetzt gegangen ist, nach dem, was sie erlebt hat an Desaster auf dem Bundesparteitag der AfD? Ja, hat sich im Grunde schon angedeutet. Sie ist isoliert. Man hat sie auch isoliert. Allein schon das Signal bei den beiden bei denjenigen, die sozusagen den Wahlkampf geführt haben, Alice Weidel und Alexander Gauland, da war klar, sie ist an die Seite geschoben worden innerhalb der Parteiführung. Und jetzt rächt sie sich in gewisser Weise, ob das ein Einzelschritt sein wird oder ob da möglicherweise noch andere Abgeordnete ihr folgen werden und ob diese AfD-Fraktion gleich sozusagen mit einer Spaltung in den nächsten Bundestag geht, das wird die interessante Frage sein. Ja, das wird auf jeden Fall mal eine spannende Phase werden, wenn dann der Bundestag sich konstituiert. Vielen Dank.